Mal die Aufnahme und damit guten Morgen, willkommen an die Leute, die nicht den Stream gucken, sondern die Videoaufnahme. Also niemand. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich vermute hier irgendwo. Ah ja, richtig. So, ist noch alles richtig? Müsste noch alles viel zu dunkel sein, ja. Ich hatte gerade mal 4 von 10 Secrets, obwohl ich doch, nee. Und den Secret-Ausgang hatte ich noch gefunden, das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass das Stream gegen Ende dann einfach mal weg war. So, Soundlautstärke müsste noch passen, aber da habe ich nichts geändert. Das heißt, wenn sie nicht passt, dann ist das nicht meine Schuld. So, was sind jetzt die anderen Secrets? Soll ich die noch suchen oder das Level beenden? Die Frage hatte ich schon mal, ne? Ich glaube, dann war der Stream weg, als ich die gestellt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Moment mal, ich habe da 5 solche Dinger eingezeichnet. 6, 7. Wieso habe ich 7 Secrets eingezeichnet, aber nur 4 davon habe ich mitgenommen? Was? Was ist denn das für ein Unsinn hier? Das Spiel trollt mich doch, oder? Türen. Ja, aber da drin war ich, glaube ich, schon. Ich weiß nicht mehr, wo war ich beim letzten Mal schon alles. Den Schalter da habe ich schon geschalten. Ich habe einen Shotgun gefunden. Hier habe ich auch schon irgendwie. Stimmt, die Kettensäge hatte ich glaube ich auch schon, konnte sie aber halt nicht mitnehmen, weil ich sie schon habe. Ja. In der Tat liegen die da oben, war ich auch schon. Wo war ich denn schon überall? 2,4 Sekunden Latenz, da ist doch schon mal besser. Ja, ich weiß halt, wie man optimiert, ne? Das habe ich auch schon, das Secret, was auch immer das war. Da oben geht es dann nur noch zum regulären Ausgang, glaube ich. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich schon war. Das ist gerade echt schwierig. Ich hätte vielleicht nicht aufhören sollen. Ja, das kann man optimieren. Ja, ich habe so ein paar Schalter geschaltet. Schalten, gedrückt. Da unten war ich schon, das weiß ich. Ein paar Einstellungen konfiguriert. Ein paar Konfigurationen eingestellt. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich schon war. Ich weiß, dass ich schon ein paar Secrets hatte. Vielleicht beende ich einfach das Level, weil. Oh, da drüben ist noch Gesundheit. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, wo ich schon war. So, im Moment gab es irgendwo einen Teleport. Aha. Das ist das, wenn man am Levelende einfach aufhört und sich dann denkt so, ja. Wo war ich jetzt schon? Wo war der Teleporter? Irgendwo liegt aber noch Gesundheit. Die hätte ich vielleicht noch. Hier unten war ich auch schon, das weiß ich. Was der Schalter macht, weiß ich jetzt nicht mehr. Da drüben blinkt's. Das öffnet, wer weiß was. Finde ich nie. Finde ich auch einen Teleporter zurück. Oh, Spiel. Moment, geht's da oben? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee. Das einzige bräuchte. Ja, das ist jetzt zu spät und ich werde die, glaube ich, eh alle nicht finden. Ich finde ja nicht mal den Weg nach drüben wieder. Ich glaube, ich nehme einfach den Secret Exit und gut ist.
Nee, da gibt's ja... Wo war der Teleporter zurück? Ich finde nicht mal... Ich stehe sehr verdächtig darum, muss ich sagen. Was sagt die Karte dazu? Nö, okay. Vielleicht nehme ich einfach den Secret Exit und gut ist. Aber vorher hätte ich gerne noch das... Ah, ich habe einen Teleporter gefunden nach 200 Jahren Suchen. So, was wollte ich hier mitnehmen? Ach, Munition natürlich. Noch ein bisschen Gesundheit, wenn wir schon dabei sind. Ich finde hier nie nichts. Haben wir noch Munition liegen? Nee. Liegt noch eine Shotgun rum? Ich glaube ich nicht. Macht unten im Raum einen weiteren Fahrstuhl runter und kommst zu einem Plasma-Gun. Wie soll ich denn? Das überfordert mich. Ich brauche klare Hinweise. Habe ich die nicht schon? Ich habe nicht aufgepasst. Das habe ich beim letzten Mal schon alles mitgenommen. Ja, sehr gut. Ich meine, ich weiß, dass ich schon bestimmte Sachen mitgenommen habe. Ich habe auch viel mehr Secrets eingezeichnet, als ich irgendwie gefunden habe. Ich bin verwirrt. Und ich bin sehr kompetent. Ich habe auch hier schon Secrets eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich die gefunden habe. Gingst du jetzt wieder rein? Ach komm. Ich glaube, das führt zu nichts. Weil wenn ich da so ewig und drei Tage rumeiere, und ohne zu wissen, wo ich schon war... kommt man halt auch zu nichts. Habe ich die Plasma gar nicht schon mitgenommen? War die da unten drin? Wenn ja, dann habe ich die, glaube ich, schon. Ich gehe einfach mal gucken. So viel Zeit haben wir noch. Einfach mal 2 Stunden in diesem leeren Level rumlaufen. Ja, es wäre besser, wenn er es anzeigen würde, wenn die dort sind. Das ist... Dem stimme ich zu. Aber ich glaube, war ich hier nicht schon? Ne, hier war ich noch nicht. Oh, ich habe volle Munition mit der Plasma. Tatsächlich. Okay, jetzt habe ich... Also ich habe 2, 4, 5, 6, 7 eingezeichnet, 5 gefunden und... Ich glaube, das Secret Exit ist auch noch eins, dann... Also es wird... Ich weiß nicht, ob ich die Megasphere schon habe. War die da in diesem Lava-Ding unten drin? Wenn ja, dann habe ich die, glaube ich, mitgenommen. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr mitfinden, weil... Also, warte mal, war die irgendwie da drüben drin? Oh, Moment, da liegt noch Munition, ne? Ist die auch noch Munition? Nein. Ich glaube, war die da unten drin? Wenn ja, dann habe ich die schon, glaube ich. Ja, Pen Elemental ist, glaube ich, schwierig. Ich bin hier schon durch mit allem Töten. Es gibt hier noch ein paar Gegner am Schluss, also am regulären Ausgang. Aber ich glaube, die kann ich nicht so weit mit... War ich da hinten schon drin? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich schon war. Halt ein... Doch, da hinten war ich, glaube ich, schon... Ich weiß es nicht mehr. Was? Gelbe Tür, braun Bereich? Was? Braun Bereich? Da
Das da? Oder was meinst du mit braun? Ja, wo soll ich da jetzt hin? Ja, ich kann ja noch dahin, oder? Und dann komme ich zum Exit und dann... Nee, da hinten ist Exit. Das war jetzt nicht so klug. Mal, kann man hier noch was aufmachen? Aber hier war ich schon. Und da hinten dann war ich auch schon, ne? Ja. Gut. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder nicht gespeichert. Speichern. Gucken wir mal. Ja, da habe ich doch schon so ziemlich alles, dachte ich. Also ich meine, ich weiß, dass hier einiges aufgeht. Ich weiß zum Beispiel, dass das da habe ich ja schon. Das habe ich schon, ja. Also was auch immer da drin war. Jetzt bleibt es wohl für immer zu. Das habe ich schon. Kommen wir mal raus und hier noch irgendwas? Das hier könnte was sein, ne? Ne, da geht es noch ganz hoch, ne? Oder? Alter, das verwirrt mich total, weißt du das? Wann geht denn hier was wie auf? Ich meine, ich war doch schon hier. Hier ist nichts offen. Da hinten war ich schon. Da geht... Oh, okay. Ich habe wieder was gefunden. War es vielleicht ein bisschen viel? Oh. Okay, eins geht nicht. Eins soll wahrscheinlich der Secret Exit noch sein. Jetzt war neben der Lücke. Habe ich das jetzt schon? Oder? Okay, Moment, also ich war da drin. Ich war jetzt da. Ich war da, habe ich schon mindestens 4. Ich war da drin, habe ich 5. 6, 7. Okay. Secret Ausgang ist, glaube ich, auch noch eins. 8. Fehlt mir noch eins. Also wenn der Siegelausgang noch eins ist, dann fehlt mir jetzt noch eins, weil ich das andere eh nicht machen kann. Vielleicht. Lohnt sich das überhaupt noch? Vielleicht ist er auch wo, ne? Da unten den Schalter habe ich auch schon, was immer das war. Ist halt die Frage, lohnt sich das überhaupt noch, der letzte? Beziehungsweise der vorletzte. Nee, habe ich... noch einen Command Reloader? Ach so, weil ich weiß warum. Ich habe damit, ja, ja. Sprenggebäude braucht einen Vorsprung, Schenker, da kann man auch hin. Sprengt ein Gebäude? Was ist denn hier ein gesprengtes Gebäude? Vor allem, wo war die rote Tür? Ich erinnere mich, ich hatte ja mal mit... hier ein gesprengtes Gebäude. Der Rode, was war da? War das nicht da?
zerlegt hast. Meinst du das da? Was ist da jetzt noch? Aber sollen die vor Feuer setzen? Also, was soll jetzt hier noch sein? Komm mal zu den Schenkern hoch. Ach, da meinst du? Ich vermute, der letzte ist dann der Secret Exit, also der vorletzte. Pen Elemental kannst du, glaube ich, vergessen bei mir. Ich glaube, da lebt nicht mehr so viel. Da leben nur ein paar am regulären Ausgang. Dann hört es aber auch schon auf. Gibt es denn die Honmöglichkeit nach oben? Ach nee, Moment, das ist... wo musst du jetzt lang? Achso, da. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Vor allem, wieso ist denn das eingezeichnet und nicht mal als Secret dann? Liegt nicht so viel, noch ein bisschen Gesundheit drum oder sowas. Ja, doch, schon so ein bisschen. Passt schon. Gut, können wir jetzt endlich gehen. Haben wir dann genug rumgeeiert hier. Permanently in Konsole, aber es ist nicht mehr. Das Teleport, den du schon mal nahmst. Da liegt der Siegeltrigger unerreichbar und man fand da raus. Ja, yeah. Achso, das habe ich glaube ich schon mal gehört. Nicht Intention, eigentlich soll der Sieger natürlich normal Überlauf triggern. Ja, die Leute haben wir keine Ahnung von. Passt schon. Wolfenstein? Oh oh. War das nicht ein super Secret Exit? Creation, you found the secret level. Look like it's been built by humans, asses and demons. You wonder the inmates of this corner of hell. Mhm. Nun, das ist nicht richtig. Die Türen sollten so nicht aufgehen. Dein Leben, das ist richtig. So, war hier nicht noch irgendwo... Wie viele Siegel gab es hier? 4. Ich kann mich sogar an dieses Level erinnern. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es. Kann ich das schon mitnehmen? Wir halten ja gar nichts aus. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, dass das... Ich habe Wolfenstein gespielt. Ich meine... Ist nicht unbedingt das beste Spiel. Ist auch nicht unbedingt das spannendste Spiel, muss ich sagen. Und sag mal so, ich habe schon ein paar Wolfenstein-Klone gespielt. Die meisten davon waren schlechter als Wolfenstein, aber jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo die Secrets waren.
Oh. Nun, das könnte hoffentlich keine Probleme geben. Hilfe die Hakenkreuze. Ja, Rise of the Triad hat ja auch die bessere Engine. Ich meine, die haben da ja einen Haufen Scheiß mit der Engine noch getrieben. Also, bis auf, dass halt alles im, was waren es, 90 Grad Winkel aufeinander zulaufen muss. War ja alles anders. Also, ja, ich glaube, das hatte noch aus Wolfenstein, hatte es noch, dass die Sachen 90 Grad zueinander laufen müssen, also die Wände. Es mussten immer 90 Grad Winkel oder so sein, anders ging das nicht. So. Aber sonst hatte das, glaube ich, alles geändert in der die Engine. Hast du eigentlich mal Extreme Rise of the Triads gespielt? Ich meine, da gab's das habe ich vor kurzem erst erfahren, dass es zu Rise of Triad ein offizielles, wie soll ich sagen, Erweiterungspack gab. Extreme Rise of Triad, das richtig schön scheiße ist. Also, das ist halt so die Schwierigkeitsstufe durch die Decke gerammt.